Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Steffi oder auch Devily Crochet. Ich richte euch mal noch ein bisschen aus. Ihr seid hier auf meinem Handarbeitspodcast gelandet. Sweet Little Things. Hier geht's ums Häkeln, Stricken, Spinnen, Nähen und all die süßen Dinge drumherum. So, ich glaube, jetzt passt das Setting so einigermaßen. Ja. Es kann sein, dass wir unterbrochen werden. Ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen, dass ein paar DHL-Pakete zu mir unterwegs sind und ja. Wird auch Zeit. Ich habe mir nämlich einen neuen Wollwickler bestellt. Luca, nein, du kannst jetzt nicht raus. Geht jetzt nicht, okay? Oder du musst bei den Kindern dann draußen bleiben. Ich bin gleich zurück. Ich lasse mal kurz Luca in den Flur. Ich habe ihm nämlich gerade Leckerlis ins Badezimmer gelegt, damit die Packung mal alle wird. Und jetzt holt er sich eins nach dem anderen hier rein. Komm, Mausi. Ja, Katze. So, dann muss er, wenn er gleich sich sein Leckerli geholt hat, entweder sich in den Flur in sein Hundebett packen oder zu eins der Kinder ins Zimmer gehen. Genau, das wird er jetzt wohl aushalten und muss er aushalten. Ich hatte ihm extra eine Handvoll Leckerlis hier auch ins Wohnzimmer auf seine Decke gelegt, weil die hat er alle weggefuttert und wollte jetzt noch mal raus. Ja. So, also schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fangen jetzt mal an. Und ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Unsers war sehr gelungen. Wir hatten am Sonntag ja die Kinder nicht hier. Wir waren nur zu zweit. Wir waren samstags waren wir lecker Burger essen im Burgerzimmer in der Altstadt von Berlin-Spandau. Am Sonntag haben wir dann gekocht. Also ich habe Klöße gemacht und Rotkohl. Und mein Freund hat draußen in unserer Outdoor-Küche Rindersteak gegrillt. Es war mega lecker. Also vom Feinsten. Am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir dann bei meiner Schwiegermutter. Der Abend endete so ein bisschen mit einem Knall. Ja, mein Freund und ich haben ein Thema, wo ich ihn gebeten habe, das nicht immer wieder anzusprechen und zu pieksen, weil ich das hasse. Und ich habe ihm gesagt, das nächste Mal, wenn du das Thema ansprichst, wenn wir irgendwo sind, werde ich, nachdem ich dir die Meinung gesagt habe, aufstehen und gehen. Entweder du kommst direkt mit oder eben nicht. Ja, und ich habe mir für 2024 vorgenommen, komplett zu meinem Wort zu stehen. Also anderen gegenüber so, wenn ich sage, ich helfe oder ich mache, ich tue, stehe ich schon immer dazu. Aber auch mir gegenüber zu meinem Wort zu stehen. Weil ich lange genug, um genau zu sein, jetzt 38 Jahre eigentlich immer das getan habe, was andere von mir erwartet haben. Ich habe mich auch in Situationen, die für mich nicht gut, nicht gesund waren, immer so verhalten, damit ja niemand denkt, hat die eine Meise oder wer ist denn die Irre oder kann sie sich ja wohl mal zusammenreißen, das muss ja nicht sein. Und von daher, nee. Ich habe es mir für 2024 vorgenommen, dass ich auch zu meinem Wort stehe, dass ich aus Situationen, die mir psychisch nicht gut gehen, einfach rausgehe. Und dann fange ich jetzt schon mal an, weil warum soll ich da bis zum 1.1. warten? Und ich habe mich dann von allen anderen noch verabschiedet und bin dann losgelaufen. Gut, wäre ein Fußweg von 19 Kilometern gewesen, quer durch den Wald. Es hat bewirkt, was es bewirken sollte. Ich habe wieder einen klaren Kopf bekommen. Ich bin runtergefahren, also ich bin 4 Kilometer gelaufen, bis mein Freund mich dann gefunden hat, weil der Waldweg hieß Feldweg und er hat mich gefragt, wo ich bin. Da habe ich gesagt, auf dem Feldweg. Ja, wie heißt denn die Straße, der Weg, wo du bist? Ich so, Feldweg. Wie hast du dich jetzt verlaufen? Und was? Ich so, ich habe mich nicht verlaufen. Ich weiß ganz genau, wo ich bin und wo ich hin muss. Ja, irgendwann hat das dann auch mal geschnallt und hat mich gefunden. Meinte, ja, hättest ja auch deinen Standort mit mir teilen können. Dann hätte ich gewusst, wo du bist. Und ich nur angeguckt habe, gesagt, ja, wenn ich das gewollt hätte, hätte ich das wohl machen können. Er fragte dann nur, warum ich dann ausgerechnet durch den tiefsten Wald laufen muss, warum ich nicht zum Bahnhof gelaufen bin. Und wie wir Frauen so sind, habe ich dann gesagt, so, ja, weil ich nicht wollte. Kurz danach habe ich ihn dann aber angeguckt. Also zwischen uns war da schon wieder alles in Ordnung. Haben angeguckt, er grinst und mir so, was denn? Ich so, ja, ehrlich gesagt, ich bin nicht drauf gekommen, dass ich hätte zum Bahnhof laufen können. Ja, aber es war, wie gesagt, dann alles wieder gut. Ich habe ihm zum tausendsten Mal erklärt, warum ich das Thema nicht mag und warum er aufhören soll zu pieksen. Und ich hoffe, er hat es jetzt verstanden. Ich habe ihm gesagt, beim nächsten Mal, wenn es wieder passieren sollte,
gehe ich wieder. Und ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass du mich mit dem Auto einsammelst. A, hätte ich auch die 19 Kilometer geschafft zu laufen. Und B, sobald ich durch den Wald durch gewesen wäre und ein Stück an der Autobahn, an so einem Weg unterhalb der Autobahn entlang gelaufen wäre, wäre ich im nächsten Ort gewesen, wo auch ein Bahnhof war. Und spätestens da wäre mir dann eingefallen, ich kann ja mit der Bahn fahren. Oder ich hätte mein Taxi gerufen oder ich hätte meinen Schwager angerufen oder ich hätte meinen Papa angerufen oder ich hätte Freunde oder Freundinnen angerufen. Also wenn ich da hätte weggewollt und nicht laufen, hätte ich da schon Mittel und Wege gehabt. Aber ja. Den zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir dann hier zu Hause gefeiert mit allen, mit meinen Eltern, also mit meiner Familie, mit der Familie von meinem Freund, Schwägerin, Schwager, Brüder, Schwestern, alle da gewesen und das war richtig, richtig toll. Nein, mein Großer wollte gerade Luca reinlassen, aber hat damit bekommen, dass ich mein Video aufnehme und dass es wahrscheinlich einen Sinn hat, warum der Hund gerade durch die Fensterscheibe reinguckt. Also keine Sorge, der liegt auf seinem Hundebett und guckt durch die Scheibe rein. Jetzt ist er dem Großen hinterhergelaufen in eine Küche. Vielleicht kann er ja da ja noch was abstauben. Also es war wirklich richtig, richtig schön. Und ich war Samstag dann auch vormittags noch einkaufen. Eben alles so, was man so noch brauchte. Und war auch im Teddy. Und im Teddy habe ich was gefunden. Wartet mal, ich muss euch noch kurz was holen. Dauert nicht lange. Mache nämlich erstmal das New In. Also zum Weihnachtsfest, so habe ich Gutscheine bekommen und der geilste Gutschein neben den Amazon-Gutschein ist einer von unserem. Also zum Weihnachtsfest habe ich Gutscheine bekommen und der geilste Gutschein ist einer von unserem Wollgeschäft hier in Oranienburg. Und da werde ich mir richtig schöne Wolle aussuchen. Aber erstmal gucke ich nach einem Projekt und dann werde ich ganz gezielt die passende Wolle in dem Wollladen kaufen. Und das wird mein. Ja, also ein besonderes Projekt für mich, weil mein Freund hat mir den Gutschein geschenkt. Der immer sagt, ich habe schon zu viel Wolle. Also scheinbar habe ich ja dann noch nicht genug Wolle, ne, wenn er mir einen Gutschein für ein Wollgeschäft schenkt. Nee, auf jeden Fall war ich im Teddy und habe da ein Häkelset gesehen. Am Samstag, ja, am Samstag. Man beachte, meine Kinder, meine Nichten und Neffen und mein Bonuskind, wir alle wären am Dienstag oder waren am Dienstag hier zusammen verabredet für eine Feier. Es ist dieses Set für 3 Euro ein Wendeoktopus. Mit dabei war 2x50 Gramm Wolle, also so, nein, nicht Wolle, so ein Flauschgarn, schwarzer Polyfaden für zum Aufstecken des Gesichts, eine Häkelnadel und eine Wollnadel, Wollvernähnadel. Ich habe noch, wo ist es denn? Also, das hier ist eine 3,5er Häkelnadel, die dabei war. Ich habe die auch benutzt. Die hat sich echt gut gemacht, nachdem ich mich an das Garn gewöhnt habe. Die Wollnadel auch einfach. Und das ist jetzt noch übrig. Inklusive dem 9. Tentakelchen. Weil irgendwie nur 8 an den Oktopus gepasst haben. Aber ich glaube, der hat auch nur 8 Arme. Ne? Der heißt ja Oktopus. Auf jeden Fall, der Arm hat nicht mehr dran gepasst. Und ich dachte mir, oh, so ein schönes, schnelles, leichtes Häkelprojekt. Die werden auch nicht ausgestopft. Ja, machst du für alle Kinder. Holst du dir einmal das Set mit der Anleitung, dann weißt du, wie es geht. Und dann holst du dir noch die Wolle für die anderen Oktopussis. Also noch 4 weitere. Meine, ja, 3 Jungs und 2 Mädchen. Genau, es war eigentlich nicht geplant, dass der ganz Kleine auch eins bekommt, beziehungsweise er sollte einen aus Resten bekommen. Und das wäre für meine beiden Nichten die eine Farbe gewesen und für meinen Großen und meinen Kleinen sozusagen die Außenfarbe und als Innenfarben
hätte ich dann noch die gehabt. Da wären von meinen beiden Jungs, die hätten das so bekommen. Also das Braune in das Blaue und das Graue in das Schwarze. Und die beiden Mädels mit dem sind auch 50 Gramm, so wie es auch in dem Häkelkit war. Das ist die Wolle Soft Cloud Strick Garn Yarn 50 Gramm 53 Meter für 1 Euro pro Knäuel. Und ihr seht, da ich die alle noch habe, habe ich mir das doch ganz schnell anders überlegt, dass ich nicht jedem so einen Oktopus häkel oder eine Wendekrake. Warum? Ich habe nicht bedacht, dass man alles einzeln häkelt und zusammennähen muss. Also man häkelt erst sozusagen die hellen Teile alle einzeln, also den Kopf und dann die Oberseiten der Tentakel 9-mal und dann macht man das gleiche nochmal von dem anderen. Dann muss man alle Tentakel zusammennähen und dann die Köpfe da zusammennähen und dann die Tentakel an die Köpfe nähen und zwar so, dass man das dann auch ordentlich drehen kann. Dann muss man Gesichter aufsticken. Ich dachte ja, erst ist ein schönes, schnelles Projekt. Naja, 6 Stunden später habe ich mir gedacht, nö, nein, einfach nur nein. Die Kiddies bekommen was anderes aus dem Garn. Also anfangs habe ich mich auch echt schwer getan, das zu häkeln. Aber es ging dann doch erstaunlich gut. Ich bin aber am Überlegen, ob ich die beim nächsten Mal verstricke. Ich glaube, da kriege ich ein bisschen engeres Maschenbild hin, indem ich dann auch jede Masche wirklich hundertprozentig treffe. Ich habe den kleinen Oktopus auch gepostet. Also wie gesagt, es war hier so ein Hellblau und so ein Creme aus dem, so ein Hellblau-Grau, so ein Rauchblau, sagt man, glaube ich, ne? Da ist mein anderes Handy, dann kann ich euch den mal raussuchen. Und auf jeden Fall bekommen die dann was anderes. Und der Kleinste, also mein kleiner Neffe, der hat letztendlich jetzt den Oktopus bekommen und er war auch total begeistert. Also der hat ihn direkt abgeknutscht und damit gekuschelt und ja, hier sieht man die Einzelteile vor dem Zusammennähen. Und mein Oktopussy, mein Wendekrake, hat aber nur freundliche Gesichter. Das ist die dunkle Seite sozusagen und das ist die helle Seite. Ja, ich weiß auch nicht warum. Am Kopf ist der halt so, so lang gezogen, weil die Anleitung ist nicht besonders gut, ne? Weil die da Stäbchen gemacht haben. Ich glaube, die haben sich verschrieben. Ich glaube, die meinten eigentlich genauso wie beim Rest der Krake, dass es feste Maschen sind. Aber ich habe mich an die Anleitung gehalten. Der erste sah dann komisch aus und dann dachte ich, na gut, ich muss sie ja zusammennähen, dann muss sie den zweiten genauso machen. Ja. Aber ich habe mir schon andere Anleitungen rausgesucht. Es werden eventuell, je nachdem, wenn ich es häkel, habe ich mir eine Anleitung rausgesucht für kleine Pinguine. Beziehungsweise erstmal nur auf Pinterest was gepinnt. Ich muss dann noch gucken, wo ich die Anleitung herkriege. Und da wird mir schon was Schönes einfallen. Und es ist natürlich nicht das Einzige, wenn man beim Teddy ist, was man dann mitnimmt. Ich habe euch ja, glaube ich, beim letzten Mal die Stulpen für meine Nichte gezeigt. Hoffe ich. Aus der Meerjungfrauenwolle. Wenn nicht, ihr seht meine Projekte auch auf Ravelry und auf. Nee, habe ich die auf Ravelry schon eingepflegt? Auf jeden Fall auf Instagram. Instagram. Und da habe ich die gar nicht gepostet, die Handstulpen, ich böser Mensch. Habe ich die jetzt nicht mal fotografiert? Das wäre was. Ich die nicht mal fotografiert habe. Holla, die Waldfee. Dann muss meine Schwägerin mir die nochmal fotografieren, aber die haben gerade andere Probleme. Die hatten gestern auf dem Rückweg vom Shoppen in Polen einen Autounfall. Das Auto ist wohl ein Totalschaden. Und die Polizei kam erst nach 3 Stunden. Die hat es auch nicht wirklich gekümmert, dass da Deutsche mit einem Polen einen Unfall haben, vor allem weil der Pole schuld ist. Naja, ich glaube nicht, dass die ein sonderlich großes Interesse haben, das irgendwie näher zu verfolgen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass die auf den Schulden sitzen bleiben oder auf den Kosten. Und eine Familie mit 2 Kindern ohne Auto ist schon nicht so gut. Vor allem, es ist jetzt auch nicht so, dass die sich mal eben schnell ein anderes Auto kaufen können. Vor allem, der lief auch immer noch über Kredit. Ja, da bin ich auch schon am Überlegen, was man machen kann, wie man helfen kann und, und. Aber ist mir jetzt noch nicht wirklich was eingefallen.
Ah, da hab, zumindest habe ich sie auf Ravelry schon mal fotografiert. Ich glaube, ich habe sie euch auch beim letzten Mal schon gezeigt, aber da sind sie. Genau, Gabriels Half-Mittens. Die hatte ich euch gezeigt aus der Meerjungfrauenwolle, heißt die. Und dann konnte ich nicht anders. Die Meerjungfrauenwolle hat auch 2 € gekostet. Ich habe mir die Einhornwolle geholt. Für 2 €. Und die hat eine Zusammensetzung, was steht mir hier so klein irgendwo drauf, von 82% Polyacryl und 18% Polyester, also 100% Polytierchen. Soll verstrickt werden mit einer Nadelstärke 3. Ich habe es, glaube ich, mit 2,0 oder 2,25 mal verstrickt. Und wie gesagt, die kosten 2 €, die Meerjungfrauenwolle und die. Und gleiche Zusammensetzung, gleiche Lauflänge, nämlich von 390 Meter, oder bin ich hier blöd? Nee, auch 390 Meter. Und die Zusammensetzung, ist die auch gleich? Poly, also genau gleiche Zusammensetzung, gleiche Lauflänge, aber 1,55 € teurer, die beiden. Die glitzern auch schön und die mussten auch einfach mit. Ich fand die einfach toll. Ich weiß noch nicht genau, was es wird, aber ich fand sie toll. Vielleicht auch ein paar also mehrere Handstulpenpaare. Vielleicht nehme ich die auch mal doppelt, halte die doppelt, das Garn oder mit einem weißen Garn noch dazu, damit es ein bisschen dicker wird. Aber die Meerjungfrauenwolle, die hat sich einfach so mega verstricken lassen. Das war so ein cooles Gefühl und auch das fertige Stück. Da mussten die einfach auch noch mit. So. Und dann kommen wir zum fast gehandarbeiteten. Nein, das ist ja gehandarbeitet, aber am Freitag war Weihnachtsfeier bei meinem Großen in der Schule. Und ich habe mitgeholfen. Beim Frühstück und Kinder betreuen und bespaßen und so. Und dann war auch eine Herstellungssession sozusagen für ein Last-Minute-Geschenk zum Beispiel. Und zwar haben wir hier so eine Holzscheibe bekommen. Die hat der Opa von einem der Kinder gesponsert. Und dann haben wir Schablonen bekommen und die Schablonen haben wir genutzt, um dann Nägel einzuschlagen. Wir hatten Muster Tannenbaum, Stern und Herz. Und dann, wenn die Nägel eingeschlagen waren, musste man Fäden, Wolle drumherum wickeln. Ja. Meins sieht so aus. Und mein Großer hatte dann eine andere Technik, nachdem es erst überhaupt nicht bei ihm funktioniert hat. Sieht sein Herz so aus. Also deutlich besser als meins. Ich habe das gemacht, wie es gesagt wurde, immer wild drumherum und er hat es ein bisschen geordneter gemacht. Und das ist jetzt noch ein bisschen Deko hier. Die wird auch bei uns im Wohnzimmer stehen bleiben, weil ich die nämlich schön finde. So, hat er auch mit Wolle zu tun oder mit Garn. Das eine ist Baumwollgarn, das andere waren richtig schöne Sockenwolle. Also die hätte ich gerne mitgenommen und Socken draus gestrickt. Aber ging nicht. Dann kommen wir jetzt zu den Sachen, weshalb ihr eigentlich wirklich hundertprozentig hier seid, nämlich die Stricksachen. Gehäkeltes habe ich ansonsten nämlich nicht. Und das erste, was fertig ist, wo ich gestern schon bitterlich geweint habe, nein, so schlimm war es nicht, meine Adventssocken. Ich habe mich entschieden, doch nicht die Ferse nachträglich einzustricken, die Designerin vorgesehen hat mit so einem Fersenkeil. Ich habe es mir angeguckt. Macht Sinn, sieht gut aus. Also macht Sinn, wenn die Socken relativ eng sind und man noch ein bisschen mehr Platz braucht für Ferse und Spann und so. Aber da meine Colorwork-Socken schon recht weit aussahen, dachte ich mir so, ich brauche nicht noch mehr Platz für die Ferse. Deshalb habe ich eine ganz normale Afterthought-Heel eingestrickt. Und die erste Socke war ja schon fertig mit dem Colorwork. Und die zweite Socke habe ich jetzt auch fertig gemacht. Da war ich beim letzten Mal ja hier. Das alles kam noch hinzu. Und da ist die Ferse. Und vielleicht seht ihr mein Dilemma. Ich habe sie gestern gebadet. Ich habe das Colorwork entspannen lassen. Es sieht sehr gut aus. An ein paar Stellen ist es nicht, also hier, aber es hat sich schon einigermaßen gegeben. Ich habe hier ein bisschen zu fest angezogen. Gucken wir uns lieber die Seite an, die sieht besser aus. Sieht aus wie Pokebälle. Aber es hat sich am Fuß auch so sehr entspannt, dass keine 36, 37 bei rauskam, sondern eine 41, 42. Meinem Freund sind die sogar hier oben
ein bisschen weit. Aber ich habe ihm gesagt, das sind jetzt seine Weihnachtssocken. Die darf er jetzt haben. Er wollte sie auch gestern direkt anbehalten, hat sich dann gestört, dass hier der Progress Keeper drin war. Und ich sage, nee, ich muss die doch noch im Video zeigen. Und sagt, ja, dann lasse mich doch gar nicht erst anziehen, damit ich die schön kuschelig, muschelig, warm finde. Wenn dann der Dings da unten drin bleibt. Dann sage ich, naja, dann wartest du noch einen Tag, dann kannst du sie haben. Ja. Das war ja eine Anleitung von Susanne Winter. War eine kostenlose Anleitung. Ich weiß nicht, ob sie immer noch kostenlos ist, aber ab 1. Februar wird sie definitiv was kosten. Noch kann ich mir die Charts aus der Mighty-App ziehen, in der ihr Strickdingens läuft. Sie hat auch sowas wie einen Blog. Ja, ob ich sie nochmal stricken müsste, ich glaube nicht. Also nicht, weil es nicht Spaß gemacht hat oder weil ich sie nicht hübsch finde, sondern einfach, weil nächstes Jahr kommen mit Sicherheit andere Adventssocken. Und dann weiß ich Bescheid, dass ich gut und gerne wirklich einen Mustersatz eher aufhören kann. Also eine Nummer kleiner, als ich normalerweise stricken würde, dann sollten die mir wahrscheinlich passen. Also ich hätte hier wirklich, sie hat gesagt, nach dem fünften Mustersatz hätte ich nach dem fünften Mustersatz aufgehört, hätten mir die Socken wahrscheinlich auch gepasst. Aber nein, ich habe gemessen und dachte, nee, da muss noch ein Mustersatz ran. Hätte nicht gemusst. Aber gut, wissen wir jetzt Bescheid, ne? Ich habe dann an Weihnachten direkt nichts Neues angestrickt. Meine Weihnachtsanstricke kamen dann am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Die zeige ich euch aber erst später. Zeige euch jetzt, dass es an den Socken für meinen kleinen Sohn noch weiterging. An den Socken für meinen Bonusknödel ging es nicht weiter. Ja, da war ich das letzte Mal. Ich hoffe. Oder habe ich die euch das letzte Mal, also schon beim letzten Mal so gezeigt und habe gar nicht mehr weiter dran gestrickt. Das wäre es ja jetzt auch noch, oder? Wenn ich euch den Fortschritt zweimal hier bei mir zeige. Na? Hallo? Da, meine Videos. Ich gucke nur mal ganz schnell. Ton aus. Der Schal kam übrigens sehr gut an. Ja, die Handstulpen hatte ich euch gezeigt. Die Katze hatte ich euch gezeigt. Das habe ich gezeigt. Die Socken für meinen Bonusknödel. Ne, die hatte ich euch schon gezeigt. Kein Fortschritt an denen, aber ich finde immer noch das Muster so mega. Luca, aus. Könnte sein, dass es gleich klingelt. Dass die Post eventuell draußen ist. Ja. So, da kam nämlich meine Temu-Bestellung gerade an, aber die zeige ich euch dann gleich. Wo waren wir? Genau, die Socken hatte ich euch schon gezeigt und dann hat es geklingelt. Dann kann ich euch noch zwei Fortschritte zeigen. Fangen wir mal an mit dem, was hier draußen ist. Und zwar habe ich ein kleines bisschen, nur gestern Abend, ist wirklich nur ein bisschen, an meinem Harvest Cardigan weitergestrickt aus der Wolle, die ich gewonnen habe von Arcan Fiber Works. Ja, da sieht man auch, dass es unterschiedliche Stränge sind. So sieht man es gar nicht so doll. In der Kamera sieht man stärker. Es stört mich aber nicht. Ich werde die auch nicht alternieren oder sonst was. Ich habe die Ärmel schon abgetrennt. Ich war das letzte Mal da. Das hier kam hinzu. Das müsste das zweite Knäuel sein, glaube ich, mit dem ich gerade stricke. Das zweite oder das dritte. Da müsste Anfang sein. Da ging das erste. Ja, das ist das zweite Knäuel. So viel habe ich noch. Und das werde ich jetzt noch in den Körper reinstricken. Und dann werde ich erstmal die Ärmel stricken. Ich hab mehr als genug Garn. Also das waren jetzt zwei Knäuele und ich habe, glaube ich, noch sechs. Das waren, glaube ich, acht. Ja, es waren acht Stränge und das heißt, ich habe jetzt noch sechs Stränge, reicht also vollkommen, aber ich will erstmal die Arme fertig haben und dann gucke ich, wie lang ich den Körper möchte, ob ich einen normalen Cardigan mache oder ob ich mir so das so ein bisschen so mantelähnlich mache. Das will ich dann aber entscheiden, wenn die Arme schon fertig sind. Dann
kann ich eher entscheiden, wie lange ich Lust habe, noch am Körper zu stricken. Genau. Es kam nämlich auch eben, habe ich glaube ich gesagt, ne, ich habe mir einen neuen Wollwickler bestellt bei Temu, weil meine zwei Wollwickler, die ich hier habe, bei dem einen fehlt meine Feststellschraube. Da muss ich mir von meinem Freund nochmal eine Mutter, nicht die Schraube fehlt, die Mutter fehlt. Die Flügelmutter, habe ich gelernt, heißt das Ding. Da muss er mir, kann er mir eine ganz normale Mutter geben. Er hatte jetzt aber keine Zeit zu suchen. Und mein großer Wickler von Knit Pro, der Holzwickler, da muss ich ein Montagsprodukt erwischt haben. Also alle, die ich kenne, die sind einfach nur begeistert. Aber Tine und ihre Mama haben letztens hier beim Handarbeitstreffen auch gesehen, wie der wickelt. Und der wickelt einfach nur Schrott. Also der zieht Schlaufen, das rutscht hin und weg. Und das ist mit jeder Wolle so. Das ist egal, ob es eine dicke Wolle ist, eine dünne Wolle ist, eine flutschige Wolle, eine raue Sockenwolle. Der macht nur Mist. Also da macht es dann teilweise auch schon keinen Spaß, die Knäule zu verstricken, weil die sich einfach nur verheddern. Von daher habe ich jetzt erstmal gewartet, damit der neue Wickler ankommt, damit ich dann wickeln kann. Das ist eine kostenlose Anleitung von Tinkenitz auf Ravelry. Ich weiß nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Ich stricke die auf Englisch. In der Größe SM. Und ich stricke das auf 5,0er Knit Pro Nadeln aus meinem Knit and Zip Set. Da ist noch eins im Shop. Und wenn das weg ist, werde ich sie, glaube ich, nicht nochmal nachordern. Dann gibt es vielleicht andere. Aber ich finde die immer noch toll. Ich finde auch die kleinen Tassen, die dazu sind, toll. Und jetzt habe ich irgendwie einen rauen Hals. Weil ich nämlich meckern musste, eben auch in meiner Pause. Ich habe nämlich ein neues Tablet gekauft, eigentlich für meinen kleinen Sohn. Inoffiziell für meinen Kleinen, offiziell für mich. Inoffiziell deshalb, weil er schon so viele Weihnachtsgeschenke bekommen hat. Und jetzt kann man sich fragen, warum braucht so ein kleiner Junge mit 5 ein Tablet? Ja, jein, eigentlich bräuchte ich das nicht. Wenn er so wie sein großer Bruder wäre, hätte er es auch nicht bekommen, weil der würde es nur zum YouTube gucken und so nutzen. Aber mein Kleiner macht diese Vorschulaufgaben da drauf und Spiele. Und lernt damit auch sprechen und verstehen und also macht er richtig, richtig gut und macht er richtig gerne. Und das Tablet, was ich hatte, das war jetzt schon 15 Jahre oder so alt. Da gingen einige von den Apps auch gar nicht mehr drauf zu installieren. Der Touchscreen hat nicht mehr funktioniert. Und jetzt habe ich ihm das gestern aufgesetzt und gesagt, aber bitte pass auf, es ist noch keine Displayschutzfolie drauf. Eben kam er, weil er ein Ladekabel braucht. Ich gucke, der ganze Display zerkratzt. Der ganze Display zerkratzt. Könnte ausrasten. Naja, die Displayschutzfolie, die kommt nämlich am Samstag. Yay. Also ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Er war ja mit dem Bonusknödel da dran. Keine Ahnung, ob sie da mit dem Auto drüber gefahren sind oder ob der Kleine seine Dinos da drüber gekratzt hat oder sonst was. Aber ich verstehe es auch nicht. Früher waren Displays mal ein bisschen unempfindlicher, weil eigentlich gesehen habe ich nichts, nur dass sie mit ihren Fingern, und die haben ja auch nicht so Fingernägel, und selbst wenn, mit einem Fingernagel sollte eigentlich ein Display nicht zerkratzt werden können. Naja, es sind sozusagen leichte Kratzer, aber die gehen überall übers Display und da kommt dann trotzdem Displayschutzfolie drauf und dann hoffe ich, dass es nicht weiter sich verschlimmert. Ja. Da habe ich mich gerade ein bisschen aufgeregt. Ja, ich bin ja selber schuld. Ich habe ihn jetzt auch nicht großartig angemeckert. Ich habe mich aufgeregt. Ja, hier drin, als der Kleine schon weg war. Und dann habe ich ziemlich laut gebrüllt und daher kommt es von meinem Hals, dass er bitte die Tür zumachen soll, seine Zimmertür, weil er hat auch ein Spielzeug bekommen zu Weihnachten, was sehr laute Geräusche macht. Und damit spielt er gerade. Ja, gut, dann geht's weiter. Und zwar habe ich sogar auch ein bisschen wieder an meinem Zweig gestrickt. Den stricke ich ja in meinem Kall, der Devilies-Zweig-Kall. Ein paar sind schon fertig. Ein paar haben noch nicht mal angefangen. Ziel ist es ja, dass der fertig ist nächstes Jahr im März, damit wir das anziehen können zum Leipziger Wollfest. Also ein paar von uns, die aus der Kallgruppe dahin gehen, dass wir den dann anziehen können. Und zwar ist meiner jetzt so lang.
Ja, ich hatte gestern gedacht, dass ich schon mit Ende des Mustersatzes auch die Länge erreicht habe. Habe ich aber noch nicht. Ich muss jetzt noch mal gucken. Mir haben noch 3 Zentimeter gefehlt. Ich habe jetzt einen knappen halben Mustersatz noch mal dran gestrickt. Also ich werde wahrscheinlich den Mustersatz beenden und dann kommt das Bündchen dran und dann ist der Körper fertig. Also da war ich beim letzten Mal und das kam jetzt hinzu. Ich mache das Strukturmuster diesmal. Genauso wie es in der Anleitung steht. Also ich halte mich komplett an die Anleitung. Nur beim Colorwork-Teil habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe hier oben eine Reihe zu viel gestrickt. Die habe ich dann hier unten auch gemacht, damit es symmetrisch ist. Und ja. Da fehlen dann auch noch die Arme. Den stricke ich, wie gesagt, aus einer DK-Sockenwolle, achtfach Stärke ungefähr von Arkan Fiberworks, normale Sockenwolle zusammen, das sind 75-25. Das ist ein bunter Hund, irgendwas von mir. Ich denke auf Platinum-Socks gefärbt, die biete ich aber nicht im Shop an. War mal ein Versuch. Ist auch super, also die Farben kommen super drauf, die lässt sich super verstricken, aber die ist halt etwas teurer als die, die ich jetzt so anbiete. Und ich will ja so günstig wie möglich sein, damit sich jeder auch mal handgefärbte Sockenwolle leisten kann. Und dann war die Entscheidung zwischen meiner Softsock und der Platinum. Und dann habe ich mich für die Softsock entschieden, weil die noch ein bisschen weicher ist und günstiger. Genau. Und das hier ist mein ungefärbtes Smooth Yak, also in der Farbe Natural, ist auch zu bestellen im Shop. Und das ist ja meine Hauptfarbe und ich freue mich, wenn der fertig wird, ist der auch mega schön. Den stricke ich auf 3,75er und ich werde wahrscheinlich für die Bündchen auf 3,5er oder 3,25er runtergehen. Genau. Dann kommen lange Ärmel auf jeden Fall dran und ich glaube, das sollte ich schaffen bis März. Ich finde es auch mittlerweile ganz schön, dass das Strukturmuster hier drin ist. Na, wenn man den ersten Mustersatz sozusagen gestrickt hat, dann denkt man sich noch so, das sieht aus, als ob du da Fehler reingehauen hast. Aber nee, jetzt, wo der Fehler sozusagen System hat, nein, jetzt sieht man, dass es wirklich ein Muster ist und dass das so gehört. Ich werde mal die beiden Fortschrittsmarker umsetzen, ne? Damit wir da auch wirklich den richtigen sehen. Also wie gesagt, es kommen noch mal jetzt Verkreuzungen, dann kommen noch mal ein paar Runden rechts, dann kommen noch mal die Verkreuzung und dann kommt das Bündchen. Aber vielleicht mache ich auch noch ein paar Runden rechts dann. Muss ich gucken. Wenn mir noch was fehlt zu den 3 cm, mache ich noch ein paar Runden glatt rechts und dann das Bündchen. Genau. Und das Bündchen muss ich mal gucken, ob ich es mache wie in der Anleitung oder ob ich es vielleicht sogar ein bisschen verlängere. Also es wird auch noch wachsen, der Pullover. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ja, der wird schön. Der wird richtig schön. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier den Marker rauskriege. So, und dass ich ihn hier wieder reinsetze. So, gut, haben wir das bei beiden umgehangen. Dann kommen wir jetzt zu drei neu angeschlagenen Projekten, die ihr noch nicht gesehen habt. Und zwar gibt es dazu einem auch eine kleine Story. Und zwar habe ich eine liebe ehemalige Arbeitskollegin, also wir arbeiten noch im gleichen Unternehmen, aber in unterschiedlichen Abteilungen. Und die würde so gerne stricken können, kann es aber nicht. Und ihre Oma hat immer Socken gestrickt und die sind jetzt fast alle durchgelaufen und Oma ist tot. Und sie bewundert es total, dass ich stricken und häkeln kann. Hat mir auch schon viele meiner Häkelfiguren abgekauft, als ich die noch sozusagen im großen Stil produziert habe, also als ich mehr gehäkelt als gestrickt habe, weil sie das einfach auch gut fand, dass die halt wirklich geprüft waren und sicher und die Materialien und blablabla. Und da habe ich auch viel eben Figuren, Puppen und so für sie gehäkelt und Kuscheltiere, die sie dann an die Kinder geschickt hat, die sie unterstützt in, ich weiß gar nicht, Indien und Afrika und so, also so diese Patenschaften. Und davon hat sie zwei, glaube ich. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen zu stricken. Und sie hat mir auch schon Wolle abgekauft, weil sie das selber auch versuchen will. Also sie kann rechte Maschen.
Und dann hat sie mir auch mal die Farben abgekauft, die ich im vorletzten, also nicht in dem letzten Mystery Call von Steven West benutzt habe, sondern in dem davor. Es kann sein, dass es gleich wieder klingelt. Ich habe gerade Autotüren gehört und Luca steht hier schon auf 7:30. Na, mal gucken. Und auf jeden Fall habe ich jetzt schon eine Weile nichts mehr so von ihr gehört gehabt, keinen Kontakt gehabt, weil beschäftigt auf Arbeit, viel Homeoffice und so. Und sie hat aber meinen Post gesehen auf Instagram, also sie folgt mir auch auf Instagram, wo ich die ganzen Socken gepostet habe, die ich für die Familie gestrickt habe. Und sie meinte dann nur, ob ich noch Socken in Größe 39 hätte. Sie und ihre beiden Töchter haben jetzt die gleiche Schuhgröße. Und sie würden gerne wieder Socken haben. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich habe die Socken hier und aber die wolltet ihr ja das letzte Mal nicht, weil es nicht so eure Farben waren. Und ich habe das eine Paar hier, was ich für dich verlängert habe. Dann hat sie gesagt, naja, das eine Paar, was ich verlängert habe, ich glaube, das will sie jetzt dann haben. Und dann habe ich gesagt, naja, du kannst mir aber gerne sagen, wenn du Farbwünsche hast, dann kann ich gerne welche stricken. Dann hat sie gesagt, ja, hat aber absolut keine Priorität und ich soll mich nicht hetzen und nix. Und ihr würden die Socken gefallen für Jule, für Nicole und für Wittfried. Also Wilfried eigentlich, so mein Papa. Jo, muss nicht haargenau das gleiche sein, aber so in der Art, in dem Dreh, so Farbschema. Okay. Dann habe ich rausgesucht. Für meinen Papa, das kann ich noch ganz gut reproduzieren. Da habe ich noch hier meinen Polarexpress, den Rest. Das müsste auch reichen von der Menge. Und das Schwarz, das wären nochmal Fast as Fun Socken in Größe 39 diesmal. Das nächste war ein bisschen schwieriger, weil ich die Färbung jetzt nicht habe und ich mein Rezept gerade auch nicht finde. So hundertprozentig, und zwar die Strawberry Cheesecake Socken. Aber jetzt gibt es dann halt ein etwas stärkeres Pink, Lila und dann das Pink. Und das Pink hat auch die lila Speckles. Im Original ist das ein etwas helleres Pink, also mehr ins Rosa gehende, mit Orange-Gelb drin. Aber das wären nochmal Strawberry Cheesecake Socken in Größe 39 oder irgendwelche anderen mit ein bisschen Muster. Und das dritte Paar habe ich schon angeschlagen und zwar heißen die bei mir Ostersocken für Jule. Das Projekt heißt Ostersocken 2 für Jule oder Part 2. Und zwar sind das Socken, das ist die Lesbian Flag Farben. Sind es? Das war, die hatte ich letztes Jahr, glaube ich, ja, im Rahmen des Pride-Months gestrickt oder vorletztes Jahr gefärbt und dann letztes Jahr gestrickt. Und die habe ich ein bisschen abgeändert. Bei den Originalsocken ist es hier auch glatt rechts und diesmal habe ich das Bündchen gestrickt, eins rechts, eins links. Dann habe ich schon 6 Runden, glaube ich, im kleinen Perlmuster gestrickt. Dann hier die, das zieht sich alles noch, wenn ich es gewaschen habe. Dann hier die Streifen. Und dann geht es weiter Perlmuster. Bumerangferse ohne Zwischenrunden. Und auf dem Fuß oben ist das kleine Perlmuster und unten ist glatt. Da bin ich jetzt so weit. Ich muss noch 20, 10, 20 Runden stricken und dann messe ich mal, ob es dann schon hinkommt. Wird auch eine 39. Mit 56 Maschen auf 2,25er, ja, auf 2,25er Tschagu Wechselnadeln in M Mini. Genau, ich setze mal hier den Marke ein. Dann wissen wir, dass wir da waren. Wolle ist von mir gefärbt. Das und das ist, glaube ich, auch wieder auf der Platinum. Da hatte ich Mini-Stränge, 10 Gramm Stränge, glaube ich. Das ist Tina, meine Färbung Tina. Das ist eine Sockenwolle von, ich glaube, Norma oder so. Das ist ein ganz dunkles Rot. Und das Helle ist meine Simply Socks ungefärbt. Natural. Gibt es keine Anleitung zu, habe ich selber designt.
Nein, ist einfach so bei den ersten Socken so entstanden, weil meine Schwester ein bisschen was als Muster wollte und hat in irgendeiner anderen Socke per Muster gesagt, oh, das hätte ich gerne. Ja, gut. Bekommst du, Mausi. So. Und dann kommen wir zu zwei weiteren Neuanschlägen, und zwar meinen verspäteten Christmas Cast-Ons. Ich habe Weihnachten überlegt und überlegt, was könnte ich anschlagen. Dann wollte ich erst die Socken für meinen Sohn anschlagen, die Pitbull-Socken. Und dann war ich aber so ein bisschen wehmütig, weil meine Kinder nicht bei mir waren Weihnachten, sondern bei ihrem Papa. Und der sich auch nicht gemeldet hat. Der hat sich erst am nächsten Tag gemeldet. Und fand ich ein bisschen doof, weil ich lasse die Kinder auch immer ihn anrufen. Also ich sage, komm, jetzt machen wir Videotelefonie mit Papa, wünsche ein schönes Weihnachtsfest, damit er euch mal sieht und bla bla bla. Wenn er schon nicht herkommt, er kann ja auch jederzeit herkommen und hier mit uns feiern. Genauso wie meine Schwiegereltern und seine Freundin. Wenn sie nicht kommen, kann ich auch nichts dafür, ne? Platz haben wir hier, wir verstehen uns eigentlich alle, aber wenn die dann andere Sachen vorhaben, ja. Aber dann, dass die Kinder ihn wenigstens anrufen, damit die sich sehen. Ja, nee. Samstagvormittag habe ich dann eine Antwort auf meine Nachricht bekommen, fand ich super. Auf jeden Fall war ich dann nicht ganz so gut gelaunt, weil die beiden mir gefehlt haben und auch mein kleiner Bonusknödel hat mir gefehlt. Und dann dachte ich mir auch so, ja, die Pitbull-Socken, schön und gut, wenn ich ihn jetzt stricke, aber seine Füße wachsen ja noch und dann stecke ich so viel Arbeit in die Colorwork-Socken rein, dafür, dass er in 3 Monaten wieder eine Schuhgröße mehr hat. Dann muss ich mit ihm nochmal klären, ob ich die wirklich jetzt schon stricken soll oder ob wir noch 1, 2 Jahre warten, bis er eine Schuhgröße hat, die etwas länger als 3 Monate anhält. Ja, so. Und am ersten Weihnachtsfeiertag, wie gesagt, ging es ja zu meiner Schwiegermutter. Und da dachte ich mir dann, okay, mein Freund fährt mit dem Auto. Wir sitzen da auch gemütlich dann nach dem Essen noch zusammen. Und die denken sich auch nichts dabei, wenn ich stricke. Das stört da niemand. Und dann habe ich mir schnell die Knäule genommen, die ich schon gewickelt hatte. Und zwar von der Butinette-Sockenwolle, Weihnachtssockenwolle. Ich habe sogar mal die Dings hier drin. Wollbutt Weihnachtszauber, 73% Schurwolle, 24% Polyamid, 3% Polyester, 100 Gramm, 370 Meter. Seht ihr, ich habe gar nicht gesehen, dass sie dicker ist. Jetzt erklärt sich mir auch einiges. Okay, Nadelstärke 2,5 bis 3, Farbe ist die 32 13 2. Ja, will es nicht, ist ja auch egal, ich habe es euch vorgelesen. Und die hatte ich ja schon in zwei einzelne Knäuel gewickelt, weil ich da draus ja auch Adventssocken eigentlich stricken wollte, aber das hat dann mit dem Farbverlauf und so nicht hingehauen. Hier ist eingewickeltes Knäuel. Ich habe mich aber entschieden, nicht zwei zur gleichen Zeit zu stricken, sondern eine. Und da bin ich jetzt soweit. Ich muss mal die Runden zählen, aber ich glaube, da werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch bald die Ferse einstricken. Das werden Socken für mich. 56 Maschen auf 2, 2,25er Adi Novell Long. Ich finde die schön. Die zweite wird mit Sicherheit nicht genauso aussehen. Aber man wird sehen, dass sie zusammengehören und vor allem werden das meine. Und es sind wirklich einfach nur Stinus. Ich habe mit Kreuzanschlag angeschlagen, eine Runde rechts drüber gestrickt, glaube ich. Dann eins rechts verschränkt, eins links über 1, 2, 3, 4, 5, 1, 12 Runden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube über 10 Runden. Dann immer in der Runde rum. Dann kommt wieder eine Bumerangferse ohne Zwischenrunden rein. Und dann wird der Fuß auch glatt nach vorne gestrickt. Und ja, ich dachte mir schon, die fässt sich irgendwie so dick an. Ja, die hat ja auch ein paar Meter weniger als andere. Klar, wird die auch ein bisschen weniger Lauflänge haben bei dem Gewicht, weil ja der Goldfaden noch mit drin ist und der auch ein bisschen was wiegt. Aber die ist auch dicker. Also fässt sich super an, lässt sich super stricken. Hat Spaß gemacht. Sollte ich vielleicht auch einen Fortschrittsmarker reinmachen, oder? Ah, und das sind Knäule, die ich mit dem blöden
Knit-Pro-Wickler gewickelt habe und die lösen sich halt auf. Also, was ich da schon geflucht habe, die sind einfach in sich instabil und ich probiere schon schnell wickeln, langsam wickeln, den Faden eigentlich führe ich immer mit der linken Hand und mit der rechten kurbel ich. Ich habe es aber auch schon mal probiert, ob es besser geht, wenn ich nicht führe. Und also Tine meinte auch, sie hat so eine Knäule, wie ich sie produziert habe hier mit ihrem Wickler, nicht mal an schlechten Tagen. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ja, und jetzt habe ich immer noch nicht den Maschenmarkierer, den Progress Keeper drin. Menschenskinder. So. Habe ich die Ferse schon angefangen? Nee. Gut, haben wir den hier drin. Das sind Socken, die haben keine Eile. Also die müssen bis nächstes Jahr, 23.12. am besten fertig sein. Dann ist alles im Lot. Und ich hatte am 24. mit Andrea geschrieben, der Knitting Fairy 1984 auf Instagram. Und wir hatten überlegt, was wir anschlagen könnten. Und sie hat mir dann auch ein Sockenmuster geschickt, war ich aber nicht so begeistert von. Und dann hat sie mir ein Tuch geschickt. Und ich sage, ich bin doch kein Tuchstricker. Und ja, dann haben wir uns darauf geeinigt, na dann eben nicht. Und während ich so an meinen Socken gestrickt habe, kam dann von ihr eine Nachricht, du, ich habe heute doch ganz spontan deinen Weihnachtsstrang gewickelt und ich stricke jetzt ganz normale Stinos. Ich habe ihr ein Foto von meinen gemacht, habe gesagt, jo, Dito, aber Wollbutwolle, ich hatte keine Lust heute zu wickeln. Ja, und dann hat mir aber ihr Anstrick von meinem diesjährigen Weihnachtsspecial-Strang so gut gefallen, also von dem weihnachtlichen Weihnachtsstrang, Driving Home for Christmas. Nicht die Snow Fairy oder Winter Fairy, wie ich sie genannt habe, sondern der Driving Home for Christmas, dass ich den dann am zweiten Weihnachtsfeiertag angeschlagen habe. Aber ich mache nicht nur Stinos draus, so sieht er gewickelt aus, auf meiner Simply Socks Base, also 420 Meter auf 100 Gramm. Ich habe ein kleines Hebemaschenmuster drin, das heißt Splash ist kostenlos auf Ravelry erhältlich. Was denn? Nein. Wartet, kann ich euch gleich zeigen. Ich habe nämlich schon vorbildlich, wie ich manchmal bin, die Socken schon angelegt. Und zwar, wie gesagt, das ist das Muster Splash von Kathleen Lyon. Lyon? Lyon? Genau. Und so soll das aussehen. Habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so viel gesehen? Also, das sind Bilder der Designerin. Ja, kann man eigentlich ganz gut erkennen. Also, es ist super auch für wildmusternde Sockenwollen. Und meins sieht so aus. Und ich stricke das mit den 64 Maschen, die die Designerin vorgegeben hat. Ich dachte, ich könnte die passend für mich machen, indem ich 2,0er Nadeln benutze. Und zwar die Novels, weil ich keine anderen jetzt hier rumliegen hatte. Aber ich glaube, die sind mir ein bisschen zu weit. Also wird sich eventuell mein Freund über ein weiteres Paar Socken freuen können. Also ich werde sie auf jeden Fall anprobieren, wenn der Schaft so weit gestrickt ist, dass er auf meinen Fuß passt. Werde ich die auf jeden Fall anprobieren und dann entscheiden, ob ich die Spitze ransetze und es meine Socken werden oder ob sie mir zu weit sind und dann Socken für meinen Freund werden. Genau, das ist jetzt ein Mustersatz, den ich dran gestrickt habe und ich werde jetzt noch einen eventuell dran stricken oder einen halben. Und dann kommt eine Bumerangferse ohne Zwischenrunden und dann mache ich das Muster, was ich jetzt vorne und hinten habe. Das mache ich dann nur noch oben auf dem Fuß und unten wird dann glatt gestrickt. Also entweder wird es eine Schuhgröße oder eine Sockengröße 36, 37 oder eine 41. Wissen wir noch nicht. Nein, das ist nicht braun. Das sieht nur von weitem braun aus, weil sich da grün und rot treffen. Also, mein diesjähriges Special oder eine aus meinem diesjährigen Special
Gucken, ob hier irgendwo noch ein Progress Keeper oder ähnliches rumflattern hat. Als Maschenmarkierer. Nehmen wir den Engel. Kommt der Engel hier rein? So. Sehr schön. Wie gesagt, kostenlose Anleitung. Ja. Das war es dann auch zu meinem Gehandarbeiteten. Hier kam gerade, wie gesagt, von Temu ein kleines Paket an. Und weil so ein Wollwickler ja nicht alleine reisen kann, habe ich mir noch zwei Taschen mitbestellt. Und die eine, die sieht so voll aus. Jetzt bin ich gespannt, ob das, was ich dachte, was nur ein Beispielbild ist für die Abbildung, ob das da wirklich drin ist. Ich dachte, das wäre nur so Deko. Aber gut. Ich breche erstmal das Video wieder um, damit wir dann keinen Versatz haben im Ton. So, da bin ich wieder. Aber ich habe eigentlich noch was, aber das kann ich euch jetzt gar nicht zeigen, weil ich nicht weiß, wo ich es hingelegt habe. Ich habe mir nämlich auch beim letzten Mal Nadeln mitbestellt gehabt, so eine Dose mit verschiedenen Vernähnadeln. Aber egal. Dann gucken wir uns erstmal meinen Wollwickler an. So einen hatte ich schon mal. Der hat tolle Knäule gewickelt. Die sahen immer aus wie so Untertassen. Flach, aber dafür breit. Und den habe ich einer lieben Bekannten aus dem Stricktreff damals in Berlin für einen ganz schmalen Taler verkauft, weil sie keinen hatte und auch nicht sich so gut einen leisten konnte. Ich dachte mir, ja, meine Güte, ich habe einen Wickler im Garten. Oh, ich habe sogar noch einen auf dem Dachboden, glaube ich. Ah nee, der ist im Garten. Genau, ich habe einen Wickler mit Haspel im Garten, falls ich da Wolle wickeln muss. kam auch schon zum Einsatz. Ne, Andrea, immer wenn wir nach Berlin fahren oder so ein Wolle kaufen, dann wickeln wir die auch direkt im Garten. Genau, dann habe ich hier ja den von Knit Pro und so einen No-Name-Wickler von Amazon. Ja. Und so sieht der aus. Hat, glaube ich, 13 Euro gekostet. Und da ist das Gute. Also, da ist das gute Stück. Also der ist sehr schwer. Und hier ist die Tischklemme. Und da bin ich gespannt. Er ist ein bisschen anders als der, den ich damals hatte. Ich bin gespannt, wie er sich so wickelt. Wenn ich dran denke, werde ich euch mal berichten. Und dann kommen wir zu den beiden Taschen. Ja, ich weiß, es knistert. Aber mir ist eine Tasche, die ich mal über Amazon gekauft habe, kaputt gegangen. Eine Wolltasche, da ist mir der Reißverschluss kaputt gegangen. Und ich kann keinen Reißverschluss reparieren. Und dann habe ich mir die hier gegönnt. Ich weiß nicht, wie teuer die jetzt war. Mit hier sind Fächer. Hier vorne ist noch ein Fach. Oh, die fässt sich schön an. Die fässt sich richtig wertig an. Da kann man auch Nadeln reinmachen. Hier ist noch ein durchsichtiges Fach. Und hier drin haben wir auch noch 1, 2, 3, 4 Fächer. Und das mittlere Fach. Also insgesamt sind hier 5 Fächer. Die fässt sich richtig, richtig wertig an. Das ist richtig cool. Das hatte ich auf dem Bild gar nicht gesehen. Hier sind auch noch, da kann man, wenn man will, die Wollen rausführen. Mache ich nicht, weil dann hängt das ja in der Tasche fest. Dann bin ich ja immer an die Tasche gebunden. Also vielleicht, wenn ich einen großen Pullover im Colorwork machen würde, dann würde das Sinn machen. Hier sind auch noch Taschen. Also ich werde nicht gesponsert von Temu. Ja, ich möchte das nur mal sagen. Ich werde nicht gesponsert. Habe ich selber gekauft. So, das war die eine Tasche. Und dann die andere, die fand ich so süß, weil da die Kätzchen drauf waren. Und Travel, Colorful Life. Life is a wonderful journey. Und hier ist echt was drin. Ich dachte, das wäre nur Deko gewesen, die anzeigt, wie man das benutzen, wie man das benutzen kann. Krass. Also wir haben hier Nadelmaß. So ein Set von den ganz kleinen Häkelnadeln aus Stahl. Dann haben wir diese Zopfnadeln, krass,
Wolfer-Nähnadeln, Maschenraffer, ein Fadenschneider. Das ist ja cool. Ein Maßband, so ein Fadenschiffchen, noch ein Maschenraffer, da fiel etwas. Zwei Bommelmaker, ach nee, nicht zwei Bommelmaker, die gehören, die macht man glaube ich so zusammen. Genau, die gehören zusammen, das ist ein Bommelmaker. Maschenmarkierer, und wir sind immer noch nicht am Ende, aber ich räume das erstmal wieder hier ein. Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ich lese mir auch nie die Beschreibung durch. Ne? Ich fand die Tasche einfach so süß. Dann nochmal ein Set Häkelnadeln. Fängt bei 2,0 an und hört bei, kann ich gerade nicht sagen, auf. Bei 5,6 glaube ich, oder ist die hier noch größer? Immer bei 6,0, also 2,0 bis 6,0. Und dann ist noch drin Garn. Cool. Habe ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht mit gerechnet. Ah, das kann man auch rausnehmen, das Zwischenfach. Kann man was reinpacken. Also das habe ich hier gerade rausgemacht. Dann ist hier was. Das hat jetzt nicht die beste Qualität, aber es ist niedlich. Ich fand die Katzen so süß. Ja, cool. Also mit dem ganzen Zubehör habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das wirklich hier drin ist. Ja, sehr cool. Das alles nur, weil der Jan-Wickler, der Wollwickler nicht alleine reisen kann. Jo. Sehr schön. Auf jeden Fall eine schöne Projekttasche, eine schöne Größe. Ja, jo. Ne? So. Dann sind wir eigentlich am Ende von dem Video. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lang es ist, weil ich ja zwischendurch immer mal stoppen musste. Und ja. Jo. Ach, was ich gerade noch sehe. Meine Jungs haben beide vom Weihnachtsmann Bettwäsche bekommen, die sie sich gewünscht haben. Mein Großer ist ja ein riesiger Fortnite-Fan. Und da von dieser Banane, die heißt Charlie, also S-C-H-A-L-I, Charlie. Sehr einfallsreich. Und mein Kleiner wollte Bettwäsche von Bakugan. Ja, finde mal die, genau diese speziellen Bettwäschen. Haken, ich habe die für meinen Großen bei Amazon gefunden. Habe nicht drauf geachtet, ist nur für so ein schmales Kopfkissen. Zum Glück habe ich selber eins, jetzt hat er mein schmales Kopfkissen da drin. Und die Decke, er hat eine 1,35 x 1,80, also eine ganz normale Bettdecke. Und der Bezug ist zu groß. Aber eine größere Decke, also eine 1,35 x 2 Meter, wäre wieder zu lang. Also die Decke ist irgendwie, die ist 5, ja um die 5 cm ist der Bezug der Decke zu lang. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die irgendwo einkürzen kann, ohne dass es stört. Oder ob mein Großer damit klarkommt, dass die innere Bettdecke vielleicht ein bisschen hin und her rutscht. Und bei meinem Kleinen hat soweit alles gepasst. Nur der Kissenbezug ist ein bisschen zu klein geraten für das Kissen. Also das ist so ein Hotelverschluss, der da drin ist. Also mit diesem nur einklappen. Und das passt vorne und hinten nicht. Das ganze Kissen quillt da irgendwie raus. Und jetzt muss ich mal gucken, jetzt wo ich mit euch rede, fällt es mir nämlich wieder ein. Ich werde mir mal ein paar Cam-Snaps runterholen vom Dachboden und werde ihm mal zwei, drei Druckknöpfe da dran montieren, damit das Kissen auch drin bleibt. Und wenn das bei ihm gut funktioniert, kriegen unsere Kissenbezüge das nämlich auch. Ich habe nämlich von der Amazon Eigenmarke vor 2 Jahren mir Bettzeug gekauft, weil meine Mutter die Bettdecken doch nicht benutzen oder benutzen wollte, weil ich falsch gekauft habe. Sie wollte 1,55 x 2,20 und ich habe 1,55 x 2 Meter gekauft und dann wollte ich es auch nicht zurückschicken und dann habe ich mir dafür einfach Bettzeug bestellt. Und es ist auch diese Hotelverschlüsse an den Kopfkissen und mich nervt es, dass die Kopfkissen da, wenn man im Bett sich bewegt, rauskommen. An und für sich passen sie, aber ich scheine mich so doll zu bewegen, dass die immer aufgehen und dann die Kissen rausflatschen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Bei meinem Kleinen, bei der Bakugan-Bettwäsche, war so ein Beutel mit bei, wo die drin war. Ist jetzt meiner. Wird eine oder ist jetzt vorgesehen auch als Projektbeutel oder Wollaufbewahrungsbeutel hier.
habe ich meinen Kleinen auch immer bei mir. Das kann ich immer an ihn denken. Das sind irgendwelche Zeichen von den Bakugan, keine Ahnung. Kenne ich mich nicht so mit aus. Ja, genau. Ich überlege immer noch, ob ich noch eine Mütze stricke für meinen Neffen, weil meine Nichte hat ja bekommen so eine Katzenohrenmütze, könnten auch Bärchenohren sein, in diesem lila, grau, blau. Und jetzt habe ich meine Schwägerin, habe ich das gesehen, oh, die ist ja süß. Ja, ich hatte überlegt, dem Kleinen auch eine zu machen, aber ich war mir nicht sicher, ob du sie ihm aufsitzt. Also es wäre so in so grünen, blau Tönen. Ja, natürlich, warum denn nicht? Obwohl eigentlich so eine Katzenmütze ist ja vielleicht eher für Mädchen. Deshalb weiß ich gerade nicht, ob ich die Mütze machen soll oder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht spreche ich da auch mit ihr am Sonntag nochmal drüber, wenn die hier zu Besuch kommen. Andererseits wäre es auch schön, wenn ich die Sonntag schon fertig hätte. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, mein Häkelprojekt habe ich noch nicht geribbelt, also den Sophia-Sweater mache ich aber. Ich werde da draus aus der Wolle mir einen ganz normalen Häkelpullover machen, wahrscheinlich im Granny-Muster. So, ich habe mir auf Ravelry einige kostenlose Anleitungen schon rausgesucht, habe auch auf YouTube schon ein paar Tutorials gesehen. Ich bin jetzt nur noch am Überlegen, ob ich die Bündchen farblich absetze, also ob ich da schwarz oder so ein dunkles Grau, was ich noch habe, ob ich damit dieses krasse Lila ein bisschen einrahme. Ja, ansonsten bin ich heute Strohwitwe. Mein Freund und mein Bonusknödelchen sind bei meiner Schwiegermama, weil er da die Dachrinne und das alles sauber macht. Ja, der kommt morgen wieder, dann frühstücken wir. Er bringt Brötchen mit. Und dann fahren wir irgendwann im Laufe des Tages zu Karls Erdbeerhof, weil wir das den Kindern versprochen haben, dass wir das nochmal machen. Samstag ist dann groß Einkaufen angesagt, weil am Sonntag hat der kleine Bonusfurz Geburtstag. Da feiern wir dann von 10 bis 13 Uhr, so in dem Dreh. Bin ich schon gespannt. Da kommt auch ein Kumpel aus der Kita von ihm vorbei. Und dann wird der Kleine zu seiner Mama gebracht. Dann feiert er da sicherlich auch noch mal ein bisschen Geburtstag und Silvester. Das ist das erste Silvester, wo auch meine Jungs dann bei ihrem Papa feiern und wir endlich mal auch Party machen können. Also ich glaube, seit der Geburt von meinem großen Sohn, also seit 9 Jahren, ist das jetzt das erste Mal, dass ich wieder Silvestern feiern gehe. Ja, und wir gehen zur Feuerwehr hier. Das heißt, die ganzen Feuerwehrleute werden wahrscheinlich nichts trinken, aber dafür ihre Begleitung. Ich nehme mir auch was zum Stricken mit, falls ein Einsatz ist, werde ich auf der Wache bleiben mit den anderen Begleitpersonen und kann dann ja auch ein bisschen stricken oder so, je nachdem, ob ich einen Tee habe oder nicht. Aber eigentlich besaufe mich ja nicht. Ich bin erwachsen. Ein Glas Sekt zum Anstoßen und vielleicht, falls jemand Bowle gemacht hat oder so. Ja, das wird ganz cool. Glaube ich. Es ist auch ein Spanferkel bestellt. Wir bringen mit, wenn ich jetzt richtig noch das in Erinnerung habe, Rosmarinkartoffeln. Die mache ich hier schon fertig. Und dann werden die da nur noch mal im Backofen warm gemacht. Da freue ich mich schon drauf. Das wird sicherlich richtig, richtig gut. Ansonsten habe ich keine großen Pläne. Ich habe ja das Video hochgeladen für meinen Jahreskall nächstes Jahr. Da juckt es mir jetzt schon in den Fingern, eigentlich das erste Muster anzuschlagen. Ich habe auch irgendwo, wenn ich meinen Block hier hätte. Hab ich sogar. Habe ich mir schon die Muster rausgeschrieben, welche ich für wann sozusagen in Betracht ziehe. Und ich habe für jeden Monat mindestens ein Muster gefunden, was mich angesprochen hat, so dass ich nicht mal auf das Schiebemuster oder Ausweichmuster ausweichen muss. Jo. Jo, jo, jo. Also wen das interessiert, der guckt sich das Video an, wie das alles so läuft. Und wenn Fragen sind, könnt ihr mich auch gerne fragen. Es haben sich auch schon ein paar Leute gemeldet, die gerne mitmachen würden. Eine hat auch schon gesagt, sie würde gerne mit in die WhatsApp. Also würde gerne in eine WhatsApp-Gruppe. Ich denke, eine, von der ich weiß, die auch bei einem anderen Call von mir mitmacht, dass die auch mit in die WhatsApp-Gruppe kommt. Also wären wir dann schon zwei Personen fest, drei Personen fest für die WhatsApp-Gruppe. Das lohnt sich schon. Ich hätte auch für eine Person mit mir, also dann zwei Personen, die WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Aber so sind wir schon drei und ich glaube, das wird gut und das wird lustig und ja,
Ich freue mich schon drauf. Also wie gesagt, dieses 52 Wochen Sockenstricken Volume 2 ist tausendmal besser als Volume 1. Also so jetzt vom ersten Blick. Klar, die Anleitungen sind schwierig, sind teilweise unübersichtlich, die Charts, aber es liegt einfach dran, weil die Muster teilweise ein bisschen komplizierter sind. Aber ich glaube, das schafft jeder. Da findet jeder was. Genau. Okidoki. Dann glaube ich, war es das. Ich trinke nochmal einen Schluck und überlege. Ja, dann war es das für dieses Jahr. Wir sehen uns dann nächstes Jahr. Wenn ich es hinkriege, schreibe ich mir eine kleine Übersicht zusammen, was ich so dieses Jahr gestrickt habe. Und dann werden wir das im neuen Jahr besprechen, würde ich sagen. Lasst euch überraschen, ob ich irgendwas von den Projekten hier fertig habe. Ja, und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr, egal ob ihr feiert oder nicht feiert. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und ja, tut das, was euch gut tut. Versucht euch von Leuten fernzuhalten, die euch nicht gut tun. Das versuche ich auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder in 2024. Danke, dass ihr mir so treu wart in 2023. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Jahr mit euch. Macht's gut, bis dann. Ciao.